ETF in den Basis ist schon wieder was oder immer noch was. Möchte ich mal sehen, was ist denn da drin noch? Weaponry habe ich alles. Ach so, okay. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich warte, bis der Patsy Range Boost, bis ich mir den leisten kann. Jetzt gehe ich eben noch in die andere Base, wenn ich schon dabei bin. Wo ist der Commander? Warum ist es eigentlich immer so leicht, den Commander zu kriegen? Ist immer voll komisch, der ist irgendwie immer total unbewacht. Nur dieser eine Pilot da. Das heißt, ich muss hier eigentlich nur hier mal ein bisschen muss nur warten, bis der da ist und danach muss ich eigentlich nur alles töten. So. 3, 2, 1. Go! So. Wunderbar. Ja. Und weil ich jetzt echt keine Lust habe, bis ans Ende der Map für das eine Event zu gehen, gehe ich jetzt zur Mission. Ganz eindeutig. Zone, dann ist nicht mehr weit. Und ich weiß, da war eine blaue Zone in der Nähe von der Mission. Ah, da hinten ist es schon. A host the parasite can infest. This host will produce antibodies. These antibodies are vital for your restoration, Alex. Take this syringe, locate the correct hunter by genetic type, and inject it. If you inject it and consume it, it should cure you. Yeah, I've heard that before. This aircraft has a DNA sensor array. I can reconfigure it to find the hunter I need. Was mache ich denn? Ich renn da. Dämlicherweise. Egal.
müsste ich nur kurz einmal weg sein, wenn ich mich zum Soldat machen kann. Gut. Mein Gott, warum mache ich auch sowas Dämliches? Swinging a 25,000-pound heli down to safe touchdown on 7th Avenue? Now that is another thing altogether. Lucky I'm just that damn good. So, wunderbar. Target has escaped. Alert all. Okay, wie fliegt man das Ding jetzt? Ah, mit Leertaste hoch. Stalker 6-0, repeat, okay. Acknowledge last transmission. Ah, weg von dem Haus. Nicht, dass ich da noch Leben habe. Nein, 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 nein! Shit! Okay, jetzt muss ich mal ganz kurz... Ah, mit C gehe ich runter, okay. Wunderbar. Gehe ich jetzt mal ganz hoch. Kann ich schon mal keine Gebäude mehr bauen. Okay, außer hier das Empire State Building. Das wird ja schon nicht passieren. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob ich die auch aufnehmen kann. Ja! Mein Heli ist zwar fast tot, aber ja! Hier dem Signal folgen. Wenn ich näher gehe, dann piepst und so. Also ich scheine in die richtige Richtung zu fliegen. Ah, da ist er schon. Wie mache ich das so? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich hätte F gedrückt halten sollen und nicht loslassen. Ja, ist klar. Dreh dich. Ah, dreh dich schneller, dreh dich schneller. Okay, ich brauche ein bisschen Übung in dem Fliegen von dem Ding. Aber ich weiß jetzt, wo es ist, dann denke ich mal, wird es in derselben Richtung sein. Außer es macht es random, das Spiel, dann wäre es natürlich was anderes. Ich glaube, das macht es wirklich random, oder? Hier hinten rein folgt, das ist natürlich wunderbar. Man, I hope this works. Okay.
denke mal, darf ich den jetzt nicht so einfach entkommen lassen. Läuft der denn noch? Ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt einfach angreifen kann. Weil wegen muss er erst irgendwie die Antiviren erschaffen. Und das, denke ich mal, braucht er eine Weile und so. Ich will erstmal anders hinsetzen. So viel möglicher schon. Was macht er jetzt? Okay, jetzt. Jetzt muss ich eh aufpassen, weil jetzt bin ich fast tot. Oh, was haben wir denn da? Bam. Die Cannonball Attack, die macht voll viel Damage. Wunderbar. Wir haben jetzt eine neue Rüstung. Eine neue Fähigkeit. Wo ist denn das Ding jetzt hin? Das muss man eigentlich nicht wirklich erklären. Die neue Blade Power ist natürlich heftigst und alles. Und die Armor ist natürlich schön stark, macht mich aber langsam. Ich setze auch mal weg. Okay, bevor ich das mache, Upgrades. Combat, brauche ich da noch was? Ah, Devastator. Leertaste und F. Oh, den kann ich noch nicht, okay. Erstmal bei Powers gucken. Okay, Max Upgrade brauche ich noch nicht. Elbow Slam ist bestimmt nice. Das wäre, darauf muss ich jetzt sparen. Das ist geil. Kann ich mir mit dem verlängerten Arm gar nicht dann Dinge greifen. Bei der Blade Power kann ich, habe ich hier eh noch nichts. Aber das ist richtig göttlich. Movement ist ja eh schon voll und Survivability. Das hier brauche ich natürlich. Das hier vor allem. Kann ich zwei Devastators machen. Aber es muss. Okay, das hier könnte ich mir aber eigentlich schon gönnen. Kurz vorm Tod kriege ich dann hier nochmal die Chance, Devastator auszuführen. Das ist auch richtig göttlich. Falls man fast am Verrecken ist, dann kann man da noch voll was raushauen.
Muss natürlich auch gut getimed sein und alles. So, jetzt sind natürlich Events über Events freigeschaltet. Oh, jetzt muss ich noch was gucken. Artillery Strike Upgrade gibt's hier noch. Consume Boost Max brauche ich auch noch. Das ist auch nicht schlecht. Vehicle. Helikopter Upgrade, so gut. Natürlich das hier alles. Ja, ja, muss ich mal. Aber ich glaube, jetzt nochmal eine Base einnehmen und alles fürs Let's Play jetzt zu langweilig. Ich meine, das kennt ihr jetzt auch schon auswendig. Mache ich das wahrscheinlich nachher noch.